Willkommen zurück und wir hoffen mal, dass wir jetzt Alan Shear finden. In der letzten Folge habe ich den Namen, glaube ich, ein bisschen falsch ausgesprochen. Passiert im Eifer des Gefechtes. Aber jetzt halt erstmal hier raus. Aus dem Theater des Schicksals. Ja. Das könnte ein Knopf sein. Gut. Also sind ja schon wieder von denen, aber die brauchen wir glaube ich nicht, oder? Anscheinend doch. Okay. Rostgewebte Kutte. Rüstung. Setzen wir doch mal auf. Sieht zwar kacke aus, aber naja. Gut. Dann werden wir uns, glaube ich, mal um die drei Burschen da unten kümmern. Und ja, mal gucken, wie wir uns so schlagen. Und ich habe wieder vergessen zu speichern. Hoffentlich kriegen wir sehen. Das ist aber noch falsch. Ja. Oh, jetzt haben sie mich schon erbrochen. Einer liegt, zwei liegen. Na, da kriegen wir den dritten auch noch hin. Oh, war ja gar nicht so hart, wie ich gedacht habe. Und es gibt viel Gold. Der hatte jetzt nichts. So, Edelweiß. Ist mehr Staub. Himmelsblüte. Gut. Weiter geht's im Sauseschritt. Ja, raus aus dem Ding hier. Oh, da liegt auch noch ein dicker. Aber da gibt es auch nichts. Ich glaube, da waren wir schon. Ja. Das ist mal praktisch. Nur wieder zurück an Eingang. Ja, das finde ich halt bei dem Spiel schön gemacht. Man hat dann immer irgendwie eine Tür, wo man nicht durch das ganze Dungeon laufen muss. Sondern man ist dann relativ weit am Anfang. Man relativ schnell wieder raus ist. So. Okay. Okay, jetzt brauchen wir doch. Den schon mal. Dann können wir den einfach so wegklatschen. Der Fisch. Bewegen tut er sich ja nicht viel. Brandsalbentrank. Das brauchen wir nicht. So. Hat der schönes. Zepter. Goldmünzen. Okay. Dann glaube ich mal wieder zwischenspeichern. Nicht so riskant sein. Man weiß ja nie, ob was Unvorhergesehenes passiert. Und ja, dann rennt man den ganzen Kack wieder durch. Da ist wieder so ein schöner Stein. Lord Ferrara, tapferer Krieger, Zerstörer von Infamanir, Herzog der Hylarans, Beschützer des Rings von Keosai, Entdecker der Insel Meropis, würde er doch nur ein besseres Ende finden. Da liegt ein toter, weiß es, was weiß ich. Einsatzbefehl nehmen. Du hast nicht genügend Platz, wie immer.
Gut, also wieder Inventar. Gegenstände. Reparaturkit, wichtig. Dietriche, wichtig. Gut, das haben wir doppelt. Da kann ich aber nicht zum Plunder hinzufügen. Gut. Waffen. Sekundär. Haben wir wieder irgendwas Weißes? Nee. Es erfordert Stufe 20. Enthalten Haufen Gold. Blitzschaden. Blitzschaden. Eisschaden. Feuerschaden plus 3. Also überhaupt kein Feuerschaden. Lunde. Blitzschaden. Schaden. Also mal das alles weg. Akrams brauche ich keine. Was ist das Schönes? Aller Stern. Bogen brauchen wir keinen. Okay. Den habe ich ausgerüstet. Dann rüste ich den aus. Meister dafür. Den weg. Dann primär. Haben wir auch nix. Gut. Dann nochmal. Inventar. Lunder. Das tut mir jetzt zwar weh, aber das mach ich raus, den Todesschuss. Und die zerstören wir alle. So. Okay, Schlachtruf. Ja. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Jetzt habe ich keine Dings mehr. Okay. Habe ich meinen Zauberstab nicht mehr angelegt. Gut. Inventar. Waffen. Primär. Birkenholzstab, genau. Ja. Jetzt ist es doch wieder schön. So, dann schauen wir mal auf der Karte, wo wir hin müssen. Ja, den Schamanen töten. Irgendwo müssen wir ja den Schamanen töten. Wo ist dann der aktive Quest hin? Weltkarte. Weltkarte. Gut. Ich glaube, da mache ich was ganz anderes. Beziehungsweise, wir kriegen es ja hier Gold markiert. Dann laufen wir einfach mal der goldenen Markierung auf der Karte hinterher. Geht's da hinten auch lang? Da irgendwo. Die Brücke, aber da geht's ja nicht weiter. Oh, jetzt geht das wieder los. Da ist planlos hier rum. Irre. Gut. Ah, da ist noch eine Brücke. Schauen wir mal. Da oben ist auch wieder was. Kann man da was drücken? Ein Schrein. Okay, da haben wir jetzt einen Schutz gekriegt. Da ist wieder ein Bogger. Ein Bogger kommt selten allein. Treten nur im Rudel auf. Gut. Oh, vergleichen. Ausgerüstet habe ich den. Ja, ist dasselbe. Gut. Gut, dann weiter. Nur mal hier wegkommen. So. Hoffen wir mal nicht, dass uns wieder zu viele begegnen von denen.
Ach, da ist wieder ein Eti mit einem Wolf. Okay. An dem kommst du nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Aua. Gut. Ach, der Wolf lebt auch noch. Der hat überhaupt keinen Schaden genommen. Oder ist der wieder belebt worden? Oh Mann. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ja, jetzt gebe ich dir das Fett. So. Nächste. Was ein Glück. Oh, ich mag die nicht. Die sind sowas von ekelhaft, die Etins. Ich glaube, da müssen wir hier hoch. Sieht ganz gut aus. Da ist wieder ein Stein, der eine Geschichte für uns hat, bestimmt. So kurz seine Zeit an unserem Hof, so lebendig sein Leben. Die Männlichkeit. Er rettet die Prinzessin. Sie zur Frau zu gehen. Sorry, dass ihr jetzt wegen der ganzen Klubberei nichts mitgekriegt habt von dem, was der Stein da erzählt hat. Aber manchmal kann ich das einfach nicht lassen. Manchmal muss ich immer, oder meistens muss ich draufhauen. Gut. Da ist wieder einer von meinen Freunden. Etin mit einem Wolf. Ah, mit zwei. Oh, oh Gott. Nee. Das ist nicht toll. Au. Mann. Wir sind wirklich ekelhaft. Oh, wenn sie einen mal haben, haben sie einen. Oh, 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 oh. Au! Ich habe keine Heiltränke mehr. Aber jetzt hauen sie ab. Gut. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich in meinem Inventar so ein Wässerchen habe. Und Zoom-Gut. Mana-Regeneration. Einfacher Trank der Lebensgeneration. Einen habe ich noch. Gut. Aber da gibt es auch irgendwie Reparaturkits. Reparaturkit stellt einen geringen Teil der Haltbarkeit eines Gegenstands wieder her. Ah. Nutzen. Auf. Ja, auf alles geht's ja nicht. Schade. Gut. Vielleicht machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden. Weil er war ja ziemlich am Ende, so wie sie ausgesehen hat. Gut, die Wölfe sind schon mal abgehakt. Boah, Merok. Probieren wir es mal so, ja. Aber der scheint relativ viel Power zu haben. Okay. Au. Au. Zum Glück tut es der Trank noch wirken. Er ist jetzt ein bisschen übler. Oh, jetzt habe ich keinen Trank mehr. Oh. Gut. Gut. Ah. Ja, letzten Speicherstand. Oh, da habe ich doch wieder die ganze Bagage am Arsch.
Da hat er da gespeichert gehabt. Ah, der hat da gespeichert. Was ein Glück. Jetzt muss man gucken, ob es einen anderen Weg gibt. Puh. Ach, das sind auch wieder E-Teens. Glaube ich, im Gebiet der E-Teens. Aber wenn man es einfach so, ich lock mir den jetzt her, mal stehen bleibt. Ah, die kommen im Doppelpack. Das ist scheiße. Oder habe ich den schon mal? Wenigstens ein wenig runtergehauen. Es sind aber anscheinend auch Schisse. Weil die machen mir Schaden und dann hauen sie ab. Mann. Oh, das ist der Große. Ah. Mann. Aber immer wieder. Und weg. Au. Erstmal weg. Ein bisschen regenerieren. Der kommt nicht. Mal noch einen Trank irgendwie, der was bringt. Brandsalbe brauchen wir nicht. Volltrefferchance, Flammenschutz, Giftschutz, Mana. Mana Regenerationstrank, wir haben nichts mehr Brauchbares. Kacke. Mann. Außer wenn ich vielleicht Glück habe, den da unten looten kann und der hat einen Heiltrank. Das wäre toll. Hat er aber nicht. Man. Gut. Können wir aber auch einfach an dem vorbeirennen. Ah, was gedacht? Oh ne, da habe ich jetzt keine Zeit für. Kommt der? Ne, der kommt nicht mal. Ist gut. Lassen wir erstmal links liegen. Gehen wir darüber, da ist eine Truhe. Vielleicht haben wir da Glück mit dem Heiltrank oder sonstigen. Nee, auch nix. Blume. Keine Reagenzien gefunden. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Kraulen kann er auch. Sehr schön. Gut. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Okay. Ein bisschen schneller laufen. Den Stein hatten wir schon. Oh, und wieder spinnen. Hey. Okay, das ist zum Glück nur einer. Komisch. Nee, natürlich nicht. Ah, die kommen auch im Rudel. Okay.
Das ist nicht schön. Gut. Aber wir haben sie gelegt. Das ist schon mal schön. Aber keiner hat Heiltränke. Oh. Gut. Da. Auch irgendwas. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ist wieder irgendwas? Oh, da liegt wieder eine. Ja. Ah, das war mal eine, ja. Okay. Die letzte Ruhestätte. Gut. Dann sind wir hier auf jeden Fall schon mal wieder in dem Ort mit den Brücken. Ja. Gibt es da irgendwie einen Händler? Muss mal schauen. Dass man vielleicht Heiltränke kaufen kann. Und verkaufen kann. Was ich nicht brauche. Es ist auf jeden Fall. Catherine Jake. Sieht aus, als wärt ihr zur falschen Zeit am falschen Ort. Genau echt? Wie ich. Nichts für ungut, aber ich bin nicht sonderlich daran interessiert, zu reden oder zuzuhören. Im Moment zahlt es sich einfach nicht aus, sich zu sehr an die Leute in diesem Dorf zu gewöhnen. Okay. Warum wollt ihr etwas über Catherine Jake wissen? Ich frage euch ja auch nicht über euch aus und ihr könntet diese Gefälligkeit ruhig erwidern. Okay. Dann mach's gut. Ein Glück, dass das vorbei ist. Blöd, Mann. Geht auch höflicher. Okay. Da ist jetzt also kein Händler drin. Fasst euch kurz. Ich habe zu arbeiten. Hast du irgendwie was? Vielleicht verkaufst du ja was. Ihr seid also der, der uns alle retten soll? Alles, was ich sehe, ist eine weitere Last. Wenn ihr Tränke braucht, geht zu Silareta. Sucht ihr nach einem Bett, einer Schmiede oder anderen Dingen, könnt ihr es im Gasthof versuchen. Und was auch immer ihr tut, seht euch vor. Okay, jetzt tun, danke. Das wurde ja auch Zeit. Wir sind alle so höflich hier. Das Celareta oder wie die heißt? Das ist eher das Gasthaus oder wieder ein Gasthaus, wo so ein freundlicher Mensch drin ist. Es sieht aber aus nach Tränken. Ne? Ah, Alchemie-Labor. Okay. Herstellen. Alle. Neuling. Ja. Aber irgendwie gibt es da nichts. Okay, da kann ich experimentieren. Mag ich aber irgendwie nicht. Gut. Aber da muss es doch auch irgendwie Tränke geben dann. Okay. Nö. Nö. Will nichts klauen. Eigentlich wollte ich nur ein paar Heiltränke kaufen. Die schlafen. Er hat einen Quest. Können wir ja annehmen. Den Göttern sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären... Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues Gesicht sehen. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylareta Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Was braucht ihr von mir? Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenernter gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes.
Aber nach all dieser Zeit im Netzwald reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Okay. Ich besorge sie. Gut. Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Okay. Wo finde ich die Giftdrüsen? Im Schlund der Bestien, die Jagd auf uns machen, fürchte ich. Die einzige Möglichkeit, an die Drüsen zu gelangen, ist, eine Spinne zu töten und sie zu entfernen. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber das Dorf braucht diese Tränke dringend. Okay. Da kümmere ich mich aber später drum. Dir auch einen schönen Tag. Gut. Dann würde ich sagen, klinke ich mich hier wieder aus. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann erstmal Island Shear zu finden. Und auf jeden Fall, ganz wichtig, Heiltränke kaufen. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.